Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Heroic Challenge. Es geht mal wieder in den Abgrund. Also so weit runterkommen, wie es geht. Und wie schon immer, die ersten 300 Meter sollten eigentlich kein großes Problem sein. Denn da kommt eigentlich nichts. Das heißt, wir lassen uns oft einfach fallen. Hier einfach einen Bumper verwischen. Bumper sind deine Freunde. Also immer schön auf die Bumper gehen. Und ja, dann sollte es eigentlich keine großartigen Probleme. Sobald wir an der Stelle gehen, einfach fallen lassen, dann haben wir 5 Sekunden kurz Pause. Können kurz die Finger entspannen. Seht ihr auch unten am Gamepad, dass ich das gemacht habe. Und ja, dann geht's weiter. Was hier sehr oft kommt, sind gerade diese Seitenwinde. Das habt ihr gesehen, das war jetzt glaube ich schon das zweite oder dritte Mal. Hier kommt schon gleich der nächste. Immer Seitenwinde fallen lassen, Seitenwind fallen lassen. Da weiter Seitenwind fallen lassen. Ringe kommen zweimal, das was wir hier gerade zwischendurch gesehen haben, und die hier kommen auch zweimal bis zum Gold. Bei dem muss man sich halt immer entscheiden, und sollte man zu früh oder zu spät ankommen, ja, springt man halt nochmal einmal auf diesen Zwischenteil. Hier auch wieder runtergehen, jetzt wieder kurze Pause da danach, Finger entspannen und es geht weiter. So, Bumper wieder treffen, Seitenwind, nochmal Seitenwind und wieder das. Den zweiten Ring. Ja, auch wieder drüber. Einmal fallen lassen und drüber springen. So. Also, es gibt eh kein Zeitlimit. Das heißt, einfach mit Bedächtigkeit vorgehen. Ganz vorsichtig. Seitenwind. Seitenwind. Kunst danach echt nicht mehr sehen. Hier unser zweiter Kreisel. Und wir haben schon die ersten 700. Das hier ist ein ganz klein bisschen verwirrend. Die ersten sind leicht. Hier kann man sich auch noch fallen lassen. Und bei dem muss man einen richtigen Punkt treffen. Aber hat man den, ist es eigentlich auch kein großes Problem. Jetzt kommt wieder die Verfolger, das heißt, wir müssen uns mal kurz beeilen. So, damit uns da nichts passiert. Und dann haben wir das Ganze eigentlich auch schon. Jetzt kommen wieder unsere Augen. Wir können im Prinzip direkt dahinter durchgehen. So. Und hier habe ich jetzt dann demnächst gleich versagt. Und habe hier vergessen, den Schlag auszuführen. Ja, nichtsdestotrotz haben wir Gold geschafft. Gesetzt mit 887 Meter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Like und ja, viel Glück beim Nachspielen.